Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Top Direct elektrischen Reinigungsbürstchen für den Haushaltsgebrauch. Top Direct Electric Spin Scrubber hier am Start mit 8 Bohrbürstenköpfen. Wer kennt es nicht? Man ist total angesickt, weil sein Schrubber so viel Arbeit mit sich bringt, weil man ihn selber immer bewegen muss. Und man bekommt manchmal gar nicht alles so richtig sauber. Oder es ist schon lame, ne? Hausarbeit ist nicht so krass. Aber da kommt Top Direct um die Ecke und sagt uns, Leute, hier, probier mal den 9-in-1er. Denn der 9-in-1er Electric Cleaning Brush mit der Modellnummer SXT168 kann uns dort massiv weiterhelfen. Denn er kann nämlich schrubben wie Sau. Dieser Cleaning Brush kann bis zu 120 cm verstellt werden am Griff. Das heißt, bücken müssen wir nicht mehr so dolle. 3 Geschwindigkeitsstufen. Er ist gut fürs Badezimmer, für die Küche, fürs ganze Haus, für den Fußboden, fürs Auto und so weiter und so fort. Wir wählen mit diesem elektrischen Reinigungsbürstenset aus 3 verschiedenen Schleudergeschwindigkeiten, sodass die Reinigung von Seifenresten, Fugenmörtel, hartnäckigen Flecken zum Kinderspiel werden kann. Wir klicken einmal und zwischen 360 Umdrehungen pro Minute und das ist gut für die tägliche Reinigung, den 380 Umdrehungen pro Minuten Modus für die Tiefenreinigung und den krassen 420 Umdrehungen pro Minuten Modus für die hartnäckigen Seiten des Schmutzes zu wechseln. Wir machen uns keine Sorgen mehr, dass wir während der Arbeit selber auf eine Stromquelle angewiesen sind, denn das Ding hier hat einen integrierten Akku. Das Akkulinchen hier hat 2500 mAh und kann 120 Minuten dadurch durchhalten. 4 Stunden, bis es wieder vollgeladen ist. Und ganz einfach, USB-C-Kabel, totaler Standard, kann sogar mit eurem Smartphone-Ladegerät aufgeladen werden. Und wir machen uns keine Sorgen, auf der Akku ist leer, denn wir haben dort ein integriertes Display. Wir können demzufolge schnell sehen, wie viel Power noch übrig ist, wie viel oder was für eine Umdrehung wir gerade eingestellt haben und können dann schrubborgisch weiterführend tätig werden. Die Reinigungsbürste ist mit einer bemerkenswerten Auswahl an 8 verschiedenen Bürstenköpfen ausgestattet. Wir haben auch eine Tasche dabei und wir können es an der Wand befestigen. Von der gründlichen Reinigung des Bodens bis hin zum Schrubben unserer Küchengeräte, Badezimmerfliesen oder sogar der Autoreifen. Dieses vielseitige Power Scrubber ist immer für uns da. Der Spin Scrubber mit einziehbarem Griff verfügt über ein breit aufgestelltes Design, sodass wir 25 bis 120 cm das einstellen können und so demzufolge in der Nähe schrubben oder in der Ferne. Sehr nice. Egal, ob es um eine Badewanne, um die Ecke handelt, wir können sie trotzdem problemlos erreichen, ohne dass wir uns großartig bücken zu müssen. Das ist sehr gut für Menschen wie uns, die sich nicht gern bücken möchten oder auch für Leute, die sich nicht mehr gut bücken können. Das heißt also, der 9-in-1 Electric Cleaner hier bringt uns Benefit für alle Lebenslagen. Wir haben einen riesen Haufen an Equipment. Wir haben einen großen Flachpinsel, einen Spitzenpinsel, einen kleinen Flachspinsel, eine große Rundbürste, eine Schwammbürste, eine Kleiderbürste, eine Fiber-Schwammbürste für die Küche zum Beispiel und so weiter und so fort. Ihr seht also, wo können wir es anwenden? Überall. Auf der Fliese, im Badezimmer, auf der Küche, auf dem Window, also sprich auf der Scheibe können wir es anwenden. Wir können Toilette damit schrubben. Wir können im Prinzip alles Mögliche, wo geschrubbt werden muss, kann hier richtig mit Elektropower geschrubbt werden. So sieht es aus, wenn es zu euch kommt. Modell ist SXT168 ist am Start. Wir brauchen keinen Strom, außer dass wir ihn aufladen müssen natürlich.
Und wir haben 9 in 1 am Start. Hier sieht man die ganzen einzelnen Freunde nochmal am Start. Das ist CE-zertifiziert, FCC-zertifiziert. Und man nennt es Electric Cleaning Brush. Auch sehr sinnvoll ist, wir können damit unser komplettes Auto sauber machen. Für Areas, wo das nicht verboten ist, kann man das sehr gut einsetzen. So, wir schauen rein, was geht ab. Wir haben hier ein Ladekabel USB-C zu USB-A. Das heißt also, ladetechnisch könnten wir sogar eine Powerbank benutzen. Hier sehen wir Bedienungsanleitung in schwarz und weiß und englischer Sprache. Ja, aber das ist selbsterklärend, das Teil. Wirklich. So, wir haben hier als allererstes haben wir das ausziehbare Geflecht. Warum das immer noch mal extra eingepackt werden muss, das könnte man so reinlegen. So, was haben wir hier? Hier haben wir den ausziehbaren Griff. Wie ihr seht, ne, wir können das hier stufenweise raus- und reinfahren. Einrasten, ausrasten. Da bin ich am Ausrasten hier. Ne, kann man rein- und rausfahren. Ne? Zack, zack, zack. Das ist ganz einfach hier. Das hier ist der Endlocker und das hier ist der Locker. So, dann haben wir hier Schnellverschluss, um etwas aufzustöcken. Und hier ist dann der andere Part des Griffes. Der wird hier hineingeschoben. Ne? Hier kommt er dran. Das ist ein großes Gewinde. Damit können wir das nämlich sehr einfach einschrauben. Zack, erledigt. Damit haben wir hier einen Griff, können so gut anfassen und hier unten ausziehen und einziehen. So, jetzt gucken wir uns das Zubehör an. Erstmal schöne Tasche am Start. Die kann man auch gut zum Reinigen benutzen, die Tasche. Hier haben wir Brushes am Start. Hier ist ein Brushhaufen, der auch nochmal extra mit Folie eingefoldet ist. So, was haben wir hier? Guck mal hier, hier sind ganz viele Borsten. Und diese Borsten sind unterschiedlich geballert. Das hier ist zum Beispiel eine Borste, die sehr nach vorne kommt. Ne? Das ist also ein Kugelkopfartig. Ne? Und vorne sehr spitz zusammenlaufen. Das heißt also, damit können wir auf klare Fugen zum Beispiel penetrieren. Hier haben wir eine breite Brush. Das heißt also, hier können wir eine größere Fläche brushen. Und wie ihr hört, ist recht hart, um auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Dann haben wir hier die gute alte, das ist eher so ein Kugelkopfartig, so ein halber Kugelkopf. Damit kommen wir sehr gut zum Beispiel in die Badewanne. Also das heißt leichte Beugungen. Sehr sinnvoll. Und hier, da geht es im Prinzip zum Polieren. Das sind so Poliervorsätze, die können wir sehr gut fürs Auto verwenden. Der hier für den Autolack jetzt eher nicht so. Der ist schon ein bisschen krüsseliger. Das heißt, hier könnte man dann sehr gut Metallteile zum Beispiel reinigen mit. Oder auch Fliesen. Ne? Und das hier wäre dann prädestiniert für den Lack vom Auto. Vorher aber den groben Schmutz natürlich entfernen. So, boah. Hier geht es noch weiter. Ihr seht also, wie viele unterschiedliche Brushies da am Start sind. Dieses Teil hier ist, um diese aufzunehmen. Ne? Das ist so ein Klettverschluss. Damit können wir diese Pads aufnehmen. Hier haben wir eine breite Brush-Geschichte. Das heißt, hier können wir große Flächen mit reinigen. Zum Beispiel den Boden. So, und dann geht es hier nochmal weiter in die Mikrofaserabteilung. Hiermit können wir dann richtig mikrofaserartig den Bereich schon fast polieren oder schön reinigen. Mikrofaser. Hier ist so ein watteartiges Ding. Das ist dann zum Endfinishen, um zum Beispiel Hochglanzfinish zu setzen. Und hier ist die Wandbefestigung des Teils selber, die dann mit einem Klebepad einfach zack an die Wand gebatscht werden kann. Dann haben wir hier eine Aufnahme, die dann hier unser Gerät aufnehmen kann. Und das Gerät selber ist hier zu sehen. Wir haben das Gerät selber hier am Start. Und das ist der Elektromotor, der hier sich befindet. Hier unten kommt demzufolge dann die Verlängerung rein, also der Griff, der das dann verlängern kann. Hier kommt die Stromversorgung am Start. Ne? Hier haben wir An- und Ausschaltknöppi am Start. Und ihr seht, ich kann mit Tippen auf den Tipper die Geschwindigkeit verändern. Und ihr habt gehört, er ist gar nicht so laut, oder nicht? So, und hier vorne kommt dann das Zeugs dran und das bewegt sich dann und kann so ihren Job erledigen. Es fühlt sich
doch wertig an. Ne? Es ist ein Kunststoff, der einen guten Grip hat, mit ergonomischen Griff am Start, dann mit Display hier, welches wir als Informationsquelle sehr gut nutzen können, und ganz viel Zubehör, wie ihr seht. Also es ist wirklich für den ganzen Haushalt geeignet, um dort reinigungstechnisch Höchstleistung zu generieren. Oh, krasses Teil. Das hier ist der Top Direct elektrische Haushaltsreinigungswunderfreund mit 9-in-1 Funktionen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.